das recht nüchtern und recht realistisch und auch mit sehr viel Humor betrachten. Das klingt so alles nach einem angenehmen Spiel. Aber die Wirklichkeit ist ja leider viel qualvoller. Das sind auf jeden Fall locker und leicht, wenn man sich von dem Anspruch befreit, dass eine Beziehung gelingen muss. Die Vorstellung, dass eine Beziehung gelingen muss, würde ich sagen, trägt schon zum Scheitern vieler Beziehungen bei. Man darf ja da nichts falsch machen. Ja? Und gerade das Falschmachen wäre ja so interessant. Also schon mit dem Begriff gelingen, ist jetzt einer, der ein Paar, das zehn Jahre zusammen auseinandergeht, ist jetzt die Beziehung nicht mehr gelungen? Ist das jetzt nichts gewesen, die 10 Jahre? Sagt man, die ist gescheitert oder sagt man, die ist zu Ende? War eine klasse Beziehung. Tolle Zeit miteinander gehabt. Manche feiern dann auch noch den Abschied. Ne? Gibt's. Ich habe gerade ein paar, die gesagt haben, sie fahren jetzt getrennt in den Urlaub, dann wird sich jeder klar, dann wollen sie wieder in die Beratung kommen und dann werden sie verkünden, ob sie zusammenbleiben oder nicht. Und wenn sie nicht zusammenbleiben, dann wollen sie bei diesem Prozess Begleitung haben, wenn es auseinandergeht, und das wollen sie noch feiern. Das gibt's auch. Ne?